Ja, dieses Mal können wir euch irgendwie wirklich einen der Höhepunkte dieser Ausstellung zeigen, einen der Giganten von Monte Prama, eine Fundstelle, die im Westen Sardiniens gelegen ist und die uns etwas hinterlässt, was in dieser Art und Weise einzigartig ist. Dort hat man 1974 eher zufällig Spuren, Fragmente von Steinfiguren gefunden und dann Ausgrabungen bis 1979 fortgesetzt. Das Ergebnis war sensationell. Zunächst einmal standen Steinfiguren dort überhalb von Begräbnisstätten. Man hat jetzt nicht mehr bestattet, wie wir es bisher kannten, in Kollektivgräbern, sondern nun wurden in kleinen Schachtgräbern die Individuen einzeln beigesetzt. Was wir über die anthropologischen Untersuchungen wissen, ist, dass an dieser Stelle, wo in einer Reihe nebeneinander bzw. in zwei Reihen nebeneinander Grabanlagen angelegt worden sind, wurden dort überwiegend junge Männer beigesetzt. Das ist sehr auffällig, weil wir hier nicht irgendwie nur einen erwachsenen Mann haben und möglicherweise ein, zwei Frauen, aber eigentlich der große Teil sind junge Männer, die beigesetzt worden sind. Möglicherweise waren das Krieger. Weil was war das Besondere, was den Monte Prama ausgezeichnet hat? Die Gräber wurden wohl schon im 9. Jahrhundert vor Christus die ersten Gräber angelegt. Und ab der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus hat man dort monumentale Steinskulpturen errichtet. Das kommt im Prinzip aus dem Nichts. Es gibt keinen Vergleich in Sardinien auf der Insel, wo dieser Impuls hergekommen ist. Möglicherweise waren es die Phönizier, die seit 9. Jahrhundert vor Christus ihre Handelsstützpunkte an den Küsten Sardiniens aufgebaut haben. Es ist nicht sicher, wir können es nicht sagen. Aber was dort an Figuren geschaffen worden ist, ist fast 30 Kriegerdarstellungen, wie wir sie aus der Bronzeplastik kennen. Es sind eben genau diese Typen, die Männer darstellen, die mit Schilden und mit Schwertern ausgerüstet sind. Wir kennen verschiedene Beispiele von Bogenschützen und so wie hier unsere Figur, die auch noch fragmentarisch erhalten ist, die sogenannten Boxer. Ja, Boxer ist natürlich ein nettes Wort. Vielleicht haben die tatsächlich bei kultischen Handlungen Schaukämpfe durchgeführt, bei Kultfesten eben. Oder die andere Hypothese ist, diese Boxer haben auch in Nahkampf geführt, weil sie haben auch irgendwie schwere Handschuhe an und meistens tragen sie, was bei unserem Freund hier nicht zu erkennen ist, noch ein Schild als Abdeckung mit der anderen Hand über den Kopf. Anders als die Kriegerdarstellungen sind diese mit einem einfachen Lendenschurz nur dargestellt und ansonsten sind sie nackt. Also sie waren eben so Kämpfer, Nahkämpfer gewesen. Und dass es Giganten sind, ja, die sind alle 1,85 bis 2,05 Meter groß. Das ist vielleicht noch nicht gigantisch aus unserem Sinne, aber sie standen auf Podesten über den Gräbern, wurden dadurch mal noch etwas größer. Und bei der damaligen durchschnittlichen Körpergröße der Männer von 1,60 wirkten diese Steingiganten wie Giganten, die nun in einer Reihe aufgestellt waren und wie in einer Prozessionsstraße aneinandergereiht über den Gräbern thronten. Das ist wirklich eine sensationelle Fundstelle, die wir im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus in dieser Art und Weise überhaupt nicht kennen. Neben diesen Kriegern gab es dann auch noch Modelle von Nuragen, wie wir sie in den Architekturfest kennengelernt haben. Nuragen selbst wurden keine mehr gebaut, aber nun wurden an den Kultstätten Modelle von Nuragen in der Erinnerung an das Heroenhafte, auch in der Vergangenheit, in das goldene Zeitalter der Nuragenkultur erstellt. Erhalten sind sie nur in sehr schlechtem Zustand. Fast alle sind zerstört. Sie fanden sich nie mehr in aufrechter Position, sondern sie lagen in einzelnen Bruchstücken, größer oder kleiner, im Boden. Durch die Ausgrabung bis 1970 und dann nochmal 2014 hat man anschließend in den Restaurierungslabors in wahrer Puzzlearbeit diese Figuren bruchstückhaft oder vollständig zusammengesetzt. Und so konnte mit der Zeit nach und nach wieder ein Bild dieser imposanten Figuren geschaffen werden. Wann sie zerstört worden sind, wissen wir nicht. Aber sicherlich war es intentionell. Vielleicht war es schon in den Zeiten, als die nuragische Kultur ihrem Ende entgegenging und die Karthager auf Sardinien erschienen sind, bis in die römische Zeit hinein. Irgendwann in diesem Zeitraum muss man beabsichtigt,
diese Denkmäler, diese Heroen, die hier in einer Prozessionsstraße so zahlreich aufgestellt waren, zerstört haben, damit sie nicht mehr für die einheimische Bevölkerung als Identifikationsfiguren erkenntlich waren. Und das ist dann sozusagen schon das Ende dieser grandiosen nuragischen Kultur.